Ich bitte als ersten Finalisten auf die Bühne Giuseppe Giaranna. Teddy ist das Thema. Thank you.
Giuseppe Giorana, bitte behalten Sie diesen Text im Gedächtnis. Wir voten erst nach dem letzten gehörten Poeten. Ich bitte als zweite Finalistin auf die Bühne die einzige hörende Starterin im Finale, Annalena Obermoser. Ach, ihr Süßis. Jetzt darf ich nochmal da sein, danke. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, probiert der Delil quasi den Text trotzdem ein bisschen zu übersetzen, was sehr schön ist und ich das sehr, sehr wertschätzen. Dankeschön. Und der Text heißt lustigerweise Räuspern und ich bin ein bisschen verkühlt, deshalb ist das irgendwie ganz klein zynisch mir gegenüber. Ja. Gut. Die David Beckham-Frisur nennst du das, was sie trägt. Einige ihrer Strähnen zu einem Zopf am vorderen Ende ihres Hinterkopfs zusammengebunden. Du magst ihre Frisur. Das liegt vielleicht daran, dass du sie magst und weil du findest, dass sie schön aussieht. Das wiederum liegt vielleicht an den Grübchen in ihren Wangen, wenn sie das Lächeln unterdrückt oder daran, dass ihre Lieblingseissorte auch deine Lieblingseissorte ist und du sonst auch denkst, dass ihr einiges gemein habt. An David Beckham selbst hast du immer gefunden, dass die Frisur fürchterlich aussah. Aber bei ihr, ja bei ihr, da gefällt's dir. Du magst auch, wie sie riecht. Ein bisschen so, wie wenn man an der gegenüberliegenden Straßenseite eines Blumenladens mit dem Fahrrad vorbeifahren würde, während auch noch jemand an dir vorbeispaziert mit einer Asia-Nudelbox in der Hand. Eine Mischung aus gebratenen Nudeln mit Hühnerfleisch und Glashaustulpen aus Holland. Das magst du. Du magst, wie sie riecht. Sie trägt auch immer Norweger-Pullis bei schlechtem Wetter. Und du hasst Norweger-Pullis und findest sie abscheulich an jedem, der an dir vorübergeht und diese Wolllumpen mit gezackten Mustern trägt. Aber an ihr sieht das trotzdem irgendwie schön aus. Außerdem haben sich schon zweimal leicht deine Nackenhaare aufgestellt, als du sie nur ganz kurz aus Versehen am Arm berührt hast. Außerdem hast du auch schon dreimal an sie gedacht während des Masturbierens. Du hast sie gern. Aber du sagst dir das nicht. Du schweigst. Normalerweise nimmst du nie ein Blatt vor den Mund, aber sie nimmt all deine Blätter, stopft sie dir in die Kehle hinunter und pflanzt Gärten in deinem Magen. Sie pflanzt Rosen, Geranien, Petunien, Hyazinthen und lässt Bienen bestäuben und lässt Schmetterlinge fliegen. Du hast dich immer lustig über so etwas gemacht, aber jetzt würdest du es ein wenig komisch finden, dich vor den Spiegel zu stellen und dich selbst auszulachen. Du weißt nicht, warum das so ist. Du weißt nicht, warum du so bist, dich so verhältst, nichts sagst, nichts machst, nichts summst. Du kennst nicht den Grund und das ist auch gut so. Deine Stimme hat sich leicht überschlagen und Tränenwasser hat sich in deinen Augenwinkel gesammelt, als du ihn erneut etwas energischer darauf hingewiesen hast, er solle seine dreckigen Socken nicht in meinem Hausflur liegen lassen und das Geld nicht am Badtresen liegen lassen sollen. Boah, du hast Angst, denn bald ist der Sommer vorbei. Der Sommer war heiß und hat die Kinder auch im Schlaf noch gewärmt. Die paar Regentage waren zu verkraften, aber bald kommt der Herbst und du weißt nicht, wie du die Strom- und Heizkosten begleichen sollst. Du hast Angst vor den kalten Nasenspitzen deiner Töchter. Du hast Angst vor deiner eigenen kalten Nasenspitze und du hast Angst vor Medikamentenrechnungen und Lebensmittel weit über dem Haltbarkeitsdatum. Du weißt, dass das Gründe sind, warum deine ältere Tochter nie jemanden mit nach Hause nimmt und darüber bist du insgeheim auch irgendwie froh. Damals hast du dich in ihn verliebt. Alle Mädchen haben sich in ihn verliebt, aber du hast einfach lange genug gewartet und jetzt lässt er dich immer lange genug warten, bis er endlich zum Abendbrot kommt. Seinen Job hat er verloren. Auch das macht die Angst. Immerhin gehen beide Kinder bald in die Schule und somit fallen noch mehr Kosten für Ausflüge in langweilige Museen oder für Glitzergelstifte an. Er trinkt immer öfter. Seine roten Augen sind genauso gereizt, wie er es ist. Die Große ist bald alt genug, um zu verstehen, dass nicht alles so gut ist, wie es scheint. Du hast Angst, dass sie bald heimlich Marihuana rauchen wird, sich mit Jungs trifft, um zu knutschen und du fürchtest auch, dass sie in eine Phase kommt, in der sie schwarze Skateschuhe mit Neonschuhbändern tragen will. Sie hat auch letztens beim Frühstück gemeint, dass sie mit einem Brot und mit Käse nicht satt werde und ob daran Papa Schuld trage. Und sie hat auch gefragt, warum du so müde aussiehst, warum das Geld für Balkonblumen reicht, aber nicht für ihre Lieblings-CD. Du hast gemeint, du wärst nicht müde und dass sich das so nicht gehört und dass sie auf ihr Zimmer gehen soll. Und danach hast du dich schlecht gefühlt, weil du ihn in Schutz genommen hast und du weißt nicht, warum das so ist. Du weißt nicht, warum du so bist, dich so verhältst, nichts sagst, nichts machst, nichts summst. Du kennst nicht den Grund und das ist nicht immer gut. Opas Geburtstag hast du viel zu oft vergessen. Und immer wenn er sich darüber beklagt hat, dass sein Rücken schmerzt, hast du mit den Augen gerollt. Immer wenn er dir gesagt hast, wie wichtig es doch sei, dass du nicht in die große Stadt gehen und lieber hier bleiben solltest, ja da dann auch.
Opa hat nicht immer verstanden. Aber Opa hat es immer gut gemeint, es halt nur nie so klingen lassen. Deshalb warst du ihm nie böse, hast aber auch nie gezeigt, dass du froh bist, dass er da ist und dass es dir durchaus leid tut, dass sein Rücken schmerzt und dass seine Tube hier stark schon wieder leer ist. Du hast immer verschwiegen, dass du dich für seinen Mundgeruch ekelst und dass du ihn gern hast. Du hast viel zu viel verschwiegen. Vorgestern, da ist Opa gestorben. Ja, du hast viel zu viel verschwiegen und du weißt nicht, warum das so ist. Du weißt nicht, warum du so bist, dich so verhältst, nichts sagst, nichts machst, nichts summst. Du kennst nicht den Grund und das ist nicht gut. Wir denken zu viel. Und das macht uns alt und lässt uns dumm aussehen, wenn wir dabei den Mund leicht offen halten. Wir handeln so wenig und das macht uns träge und wir sehen ungepflegt aus mit unseren fettigen Haarsträhnen und den abgekauten Fingernägeln. Wir denken zu viel. Das macht unseren Kopf leer, nimmt uns den Mut und macht den Mund trocken. Deshalb räuspern wir durch Gespräche. Wir fühlen zu wenig und unser Herz wird dabei müde und überempfindlich und wir behandeln andere nicht so, wie sie es eigentlich verdient hätten. Die Dinge, die wir tun sollten, vernachlässigen wir, weil wir die Dinge, die wir weniger tun sollten, zu viel tun. Wir wissen nicht, warum. Das ist gut so. Wir können sicher sein, alles hat seinen Grund und das ist... Mein Mund ist trocken. Danke. Danke, Annalena Obermoser. Der letzte Starter des heutigen Abends. Bitten wir ihn auf die Bühne mit einem Riesenapplaus. Dabei. Dolmetscher wird jetzt nicht dolmetschen und das war eigentlich relativ spontan, aber ich werde trotzdem versuchen, über die Ökologie und um das Umweltbewusstsein zu performen und ich bitte euch, mit den Augen zu hören.
Vielen Dank dabei. Ich bitte nun alle Poeten und Poetinnen, die Sie heute Abend gesehen haben, nochmal auf die Bühne. Bitte auf die Bühne. Christine Teichmann, Christoph und Anja, Mario Tomic, Gianreto, Giuseppe, Annalena dabei und Yannick Steinkellner. Und die drei Finalistinnen bitte ich einen Schritt nach vorne. Annalena, Giuseppe und dabei. Giuseppe, bitte einen Schritt nach vor. Annalena, bitte einen Schritt nach vor. Dabei einen Schritt nach vor. Bei jedem Wettkampf gibt es einen Sieger oder eine Siegerin, liebes Publikum. Und nun stimmen wir ab, wer das sein soll. Und wir lassen nun die Jurytafeln liegen und jeder von Ihnen stimmt mit ab. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wenn Sie möchten, dass Giuseppe diesen Poetry Slam gewinnt, dann bitte ich Sie aufzustehen und zu applaudieren und zu trampeln, wie Sie möchten. Auf jeden Fall aufstehen. Möchten Sie, dass Giuseppe diesen Poetry Slam gewinnt, dann stehen Sie für Giuseppe auf. Vielen Dank. Möchten Sie allerdings, dass Annalena Obermoser diesen Poetry Slam gewinnt, dann stehen Sie bitte jetzt auf. Vielen Dank. Aber ist Ihr Favorit des heutigen Abends dabei, dann stehen Sie bitte jetzt auf. Vielen Dank und wir haben einen Sieger. Riesenapplaus für den dritten Platz, der an Annalena Obermoser geht. Applaus für den zweiten Platz. Dabei. Und Riesenapplaus für den Sieger des heutigen Abends, Giuseppe. Vielen Dank und mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden, mich zu bedanken bei Minoriten, bei Christoph Eizenberger, beim Techniker, bei Delil Ülmaz. Bei den wunderbaren Poeten und Poetinnen des heutigen Abends und bei euch, liebes Publikum. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Vielen Dank.